Nun ist es Zeit, die letzte Harmonie-Mission zu beginnen, um dann letztendlich das Spiel aufzuräumen bei Let's Play Xenoblade Chronicles. Alle Harmoniegespräche haben wir durch, von daher werden wir uns damit nicht mehr befassen. Und jetzt beginnen wir Elmas letzte Harmonie-Mission, benötigt Level 58. Wir brauchen Elmer und Lynn in der Gruppe und natürlich zu Elmer 4 Herzchen. Keine besonderen Voraussetzungen sonstigerweise. Drum legen wir jetzt los. Tatsu, so bored. With Luxar out of the picture, the Ganglion have been pretty quiet. You make peace sound like a bad thing. But if you're looking for something to do, I've got a job for you. Oho. Oh, a mission straight from the boss. Tatsu, do it. And anything else Elma need. That's very kind. I want you to escort me to these coordinates at sunset on a clear day. Sunset on a clear day. Got it. Is something there? You'll just have to go and find out. Oh, unbekannte Sachen. Keine Ausrüstung, wie man an den Icons sehen kann, sondern nur Hologramme. Genau, Hologramme. Begib dich an einem klaren Abend zur Erdschlundinsel in Primordia. Das klingt, das müssten wir aufpassen, dass das Wetter auch passt, was ziemlich kacke ist. Aber was soll's? An einem Abend war das, gell? Genau, einem klaren Abend. Abend ist, wenn Abend ist. Und deswegen machen wir jetzt, dass Abend ist. Dann nicht später Abend und nicht... Nein! So, nein, Nachmittag. So, ab 17 Uhr. Und damit wir noch... Nein, so ist das okay. So ist das okay. Und jetzt hört sich an, als wäre die Mission schnell vorbei. Wenn das wirklich ist, dann... Sag ich mal... Ich will nicht zu sehr versprechen, aber es könnte... Was ist das hier? Erdschlundinsel? Nein, der Biano-Wasserwerk. War das die Erdschlund... Da ist die Erdschlundinsel. Es ist Abend. Guck mir mal, ob das Wetter auch einigermaßen ist. Erinnert mich so ein kleines bisschen vielleicht an den Start, als es aufklarte nach der Nacht und die Wolken, der Nebel weg war. Es waren ja keine Wolken, so... Ja, das sieht gut aus. Erdschlundinsel? Auf... Macht mal... die sind ja Level 5. Nein, ich gehe doch im Skell. Ich fliege doch im Skell. Und falls ihr es seht, ich habe einen Layla-Königin-Skell gebaut. Das ist der hier. Habe ihn noch nicht auf Thermoschaden ausgelegt. Beziehungsweise aus dem alten Layla etwas Entsprechendes draus gemacht. Und den alten Layla, ja, nackig gemacht. Aber dazu später mehr. Wow. What a great view of New LA. Huh? Tatsu, not see city anywhere. It's right in front of you. Tatsu enjoy rich imagination of friends, but this is silly. New LA not sitting inside Little Bowl. Little Bowl? I suppose you could see it that way. Seeing it from the outside, it does look kind of small, doesn't it? Perhaps it's not that New LA looks small so much as Mira is just massive. Yeah. And space is even bigger, way bigger. And Earth is so far away. I mean, it used to be. To think, humanity crossed that vast distance with an entire city in tow. It's an amazing feat. Tatsu agree. New LA is an amazing place. All races living there agree. Perhaps someday we'll be able to set sail together aboard a new white whale. Carry forth the bonds we forged on Mira. Oh, it sounds so nice when you put it that way. But Elma, why did you want to come here right now? I stood here the day the white whale crashed. It was the first spot I touched after leaving my skill. The sunset was so beautiful. Now that we've secured the life hold, I wanted to come back and remember that day. Also, to think about what comes next. And I wanted you all here with me. Oh! Everyone, mich auch? Behind us. So it's you. Elma? This one's strong, Lynn. You all need to run. Then run with us! I can't. This is... personal. Gewisse Verwandtschaftsverhältnisse kann man nicht leugnen. Bestehe darauf, sie nicht allein zu lassen. Oder sage, dass sie zu emotional wird.
Nein, wir wollen dabei sein. Absolutely not. I told you, this thing is strong. What's going on, Elma? Ich bin Level 60. You're right. I'm sorry. Would you lend me a hand? Of course. Leave it to Tatsu. Vor Super Insektor Time. Starship. Eliminator Ictus. So, bin ich ausgestiegen? Nein, natürlich nicht. Steig aus, verdammt! Würde helfen, wenn ich den richtigen Knopf drücke. So, da dieses Körperteil wollen wir doch direkt mal aktivieren. Magnum Spalt. Ja. Ja. Zu viele, zu starke Skills hier. I'm fine. But it was reckless of me to put you in danger like that. We should have run. As your leader, I failed you. Verkünde, dass du ab jetzt das Team anführst. Sage, dass es euch jetzt wenigstens nicht mehr langweilig ist. Ja, wir witzeln mal ein bisschen. Yeah, and I disobeyed a direct order. So in a way, we're all failures. It'll take more than this to shake our faith in you, Colonel. Thank you. Still, what was that all about? If you don't mind telling us, I mean. That creature. It killed Danny and Boris. Danny and Boris? They used to be on your team, right? Yes. Until we lost them both because of my poor judgment. So that's who we were filling in for when we found Tatsu? Yes. And I'm incredibly grateful to all of you. Hey, we should be the ones thanking you. I'm just glad we could avenge them. Me too, of course. But more than that, I'm proud we've grown strong enough to win that fight. Elma believe in team. That would make it strong. That would give Tatsu strength to win. Oh, and friends too. Team Tatsu only worked because Elma is great leader. Thanks, Tatsu. Team Elma, can you copy? This is Blade HQ. Come in. Elma here. What's up? An SOS man. Reclaimer team engaged in combat over in Libya. They need help. Ganglion stragglers? No, ma'am. Hostile. Understood. We're on our way. You all hear that? Let's hurry. Right. Naja, wir haben gerade eine Level 60 Kreatur erschlagen. Viel schlimmer kann es nicht werden. Auf Moment, gibt's hier noch? Ja, es gibt tatsächlich hier noch eine Mission und einen Schatz einzusammeln. Und ich glaube, wenn wir das gemacht haben, dann sind wir durch mit Oblivia. Soweit ich weiß, ist dort auch kein Tyrann mehr zugegen, den wir noch eliminieren müssen. Wie gesagt, 4 Stück sind es noch. Und wo ist mein Gefährt? Da ist mein Gefährt. So. Eventuell werde ich es noch nicht diese Folge machen. Den Deckel drauf machen. Sondern die, eventuell noch verbleibenden Tyrannen dann etwas... Oder in der nächsten Folge machen. Weil ich habe noch nicht großartig viel gefarmt für... den Ultra-Fauna-Töter oder wie das heißt. So, wo heißen? Lass uns erstmal gucken. Ah, ich sehe was Gelbes. Gut. Das ist das vorletzte Schätzelein, was wir einsammeln dürfen müssen. Wie auch immer. Ist das hier unten? Ist hier unten nichts? Nein, scheint nicht hier unten zu sein. Scheint. Ah, ja, ganz oben auf dem Ring. Glaube ich, oder? Wobei, jetzt ist auch. Hä? Oder hier irgendwo drauf. Es muss weiter unten sein. Dachte ich. Ja, genau. So, irgendwo da. Jetzt sind wir drüber. Es tut mir leid. Ich bin zu... Ah, da unten ist die Kacke. So, könntest du runter. Genau. Okay, ich hätte jetzt gedacht, das wäre oben auf dem Ring gewesen. Wäre auch irgendwie... Es war nicht das, was ich zu hoffen glaubte. Shit. Okay, dann müssen wir doch ein bisschen, noch mal ein bisschen mehr suchen. Ja, egal, ich freue mich, dass ich die Kacke durchwühlt habe. Nein, ich sehe gerade gar nicht. So, hier, genau hier. Irgendwo hier. Mist-Item. Ah, hier vorne ist es. Endlich gefunden. Gut, dass es das hier auf der Karte gibt. Yay! Und Stufe 5 sogar. Warme Engelsflügel. Warum auch immer sie warm sein müssen. Sind sie von Icarus?
Man weiß es nicht. So, aber jetzt haben wir es geschafft. Wir haben hier den letzten Schatz in Oblivion. Ja, wir sind bei 98,96%. Das bedeutet, wenn wir uns hier drum gekümmert haben, sind wir so weit dadurch, denke ich. Endlich. Irgendwo hier unten. Ah, okay. Was machen die denn hier? Die sind doch eigentlich aus dem Noctilum. We'll take care of these guys. Reclaimers, get out of here as fast as you can. Thank you. Diese einheimischen Kreaturen sind einfach sehr, sehr freundlich. Bewahren die Kontenance und warten, bis wir Level 80 geworden sind? Nein. Was? Einer ist schon hinüber. Da kann ich ja meine Kanone hin. Ach so, ich bin hier lahmgelegt worden. Ich glaube es doch nicht. Dafür kriegst du meine dicke Kanone ab. Level 80, Viecher. Ich glaube es nicht. Gut, dass wir sehr gut ausgerüstet sind. My name's Nastasha of the Reclaimers. It's an honor to meet you guys. Wait, you know who we are? Doesn't everyone? You guys clear all the most dangerous missions. You're Blade superstars. My team has some serious Lin Li Ku fans. What? You think we could maybe get an autograph later? Okay. Who on Team Nastasha is biggest Tatsu fan? Who isn't a fan of the bravest little Nopon on Mira? This single greatest moment of Tatsu's life. When we left Earth, it felt like the end. Like everything was over. But life moves on, and people with it. No matter where they end up. Sage, dass du dir schlimmere Orte für einen Neuanfang vorstellen kannst. Oder behaupte, dass die Menschheit hier nicht nur einen Weg finden, sondern irgendwann florieren wird. Ja, das glaube ich auch. You really think that's possible on a planet like this? No. We just have to make it possible. It's up to us. And not just up to humans. Nopon and others must all work to prosper together. Yeah, that's right. Das muss natürlich beim schlechtesten Wetter, was in Oblivion vorstellbar ist, passieren, das rauszoomen. So sieht man doch nichts. Immer noch unbekannt? Interessant. Okay. Ja. Und aha, die Zwillingspistolentechnik. Spukstätte. Das ist altes Zeug. Okay, es hat sich ein Schweinchen. Oder haben sich mehrere Schweinchen hier versammelt. So, Spukstätte ist das, was die... Nein, nicht Talente. Warum bin ich in Talente reingegangen? Das sind Techniken, die ich immer Fertigkeiten nenne. Warum auch immer. Weil ich es mir nicht merken kann. So, das bedeutet, wir könnten... das vielleicht nach da und den Magnumspalter, weil er nur... Moment. Thermo... Wie viele Treffer sind denn das? Ach, hier zwei, hier ist einer. Okay. Das könnte man überleben... ein bisschen besser schützen. Meine Geistergestalt Flankenleiter, wo ist es denn? Da, die Spukstätte. Und ich habe noch 100... das reicht leider nicht für volle Power. Ja, ganz knapp reicht es nicht. Da muss ich noch einmal in die Dings-Mission rein. Dann kann ich nämlich hiermit nochmal 3 zusätzliche Doppelgänger erschaffen. Allerdings zu den Kosten von 1000 Spannungspunkten. Das ist ein bisschen der Nachteil daran, weil ich vor allem hier auch noch ein paar Punkte brauche. Und ich glaube, das packe ich mal hier, oder? Nee. Nee, das ist schon okay so. Okay. Glaube ich. Hoffe ich. Wie auch immer. Dann wollen wir noch ein paar Affinity-Shifts durchführen im Manon-Schiff. Bis gleich. Von wegen ein paar. Es ist, glaube ich, nur einer. Und zwar mit Zuranik hier. Der an der, was ist das? Steuerbordseite. Ist das Steuerbord? Ich glaube ja.
Der Himmel, hängt voller Galgen, verstehst du? Bis heute hatte ich diese elende Pechsträhne, wo ich nur bronzene Mira Monster Mix Karten bekommen habe. Aber dann kam diese Rothianerin vorbei und wollte so viele von den erstklassigen Erste-Hilfe-Sets haben, die ich herstelle. Dutzende hat sie gekauft, ja? Weißt du, was bei mir, diesem tollen Geschäft als erstes in den Sinn kam? Mira Monster Mix Karten kaufen. Eine Schubkarre voll. Dann sind bestimmt auch seltene dabei. Diese Kundin war der reinste Engel, findest du nicht? Sie meinte, sie ist an das viele Geld durch den Verkauf großer Mengen Weißgold gekommen. Sie murmelte auch etwas von unangenehmen Umständen oder so. Ah ja, das war diese böse Rothianerin. Und ich hatte gehofft, dass wir ihr nochmal über den Weg laufen werden. Aber offenbar war es dann zu Ende. Vielleicht braucht sie ja wegen dieser Umstände die Erste-Hilfe-Sets. Könnte das sein oder nicht? Das bleibt wohl ein Geheimnis. Also, jedenfalls habe ich ihr erzählt, dass ich ihr Geld in ihrer Monster-Mix-Karten anlegen werde. Da wollte sie wissen, ob sie bei den Kindern in L.A. beliebt sind. Ich meinte dann, dass jeder Spaß an den Karten haben kann, egal wie alt er ist. Und als sie ging, murmelte sie, dass sie auch welche kaufen würde. Für die Kleinen. Wer sie wohl war? Kennst du sie vielleicht? Ja? Sage zu Ranik, das war Gabewe, die edle Diebin. Oder behaupte, es war Gabewe, die Sammelkartenkönigin. Nein, wir vermuten. Also ist sie wirklich eine von den guten, ja? Dann hat sie die Erste-Hilfe-Sets bestimmt gekauft, um armen, kranken Kindern zu helfen, vielleicht? Dann sollte ich ihr wünschen, dass sie in ihren Mira-Monster-Mix-Packungen jede Menge seltener Karten finden wird, oder? Das wird diesen Kindern bestimmt ein Lächeln ins Gesicht zaubern, könnte ich mir denken. Mein Tag wird von Minute zu Minute besser. Es ist ein schönes Gefühl, Geschäfte mit so liebenswerten Kunden zu machen. Findest du nicht auch? Und damit sind wir hier bei 100%. Ich mach mal kurz die Karte ein bisschen hoch. Wir haben also durch den Abschluss der einen Mission sind wir bei Oblivia, glaube ich, auf 100%. Genau. Und wir haben gleichzeitig im Blade-Quartier das letzte Segment aufgedeckt. Da sind wir auch bei 100%. Verwaltungsbezirk 100, Geschäftsviertel 100, Industriegebiet 100. Es fehlt noch ein Segment im Wohnviertel. Das hängt ja mit der Telesia-Aufgabe zusammen. Primordia ist auf 100. Oblivia ist auf 100. Silverdom ist auch auf 100. Kauldrost, ah ja genau, da fehlt noch der Schatz und ein Tyrann. Und ich glaube wie heißt es noch gleich? Im Noctilum fehlt noch das Segment, wo wir Telesia. Ah ja, und für die Quest. Also die Quest, die wir dann noch offen haben und Telesia umbringen. Damit machen wir auch hier 100%. Sehr gut. Dann möchte ich mal vorschlagen, dass wir uns um den Tyrannen in Kauldros, da noch kümmern werden. Und uns den Schatz dort noch in unsere Finger gleiten lassen. Allerdings, damit der Boss oder der Tyrann hier auftaucht, brauchen wir einen schwefelregenden Wetterzustand. Und den haben wir noch nicht. Und deswegen werde ich jetzt hier so lange quasi resetten, bis wir eben dieses Wetter haben. Deswegen sage ich mal, bis gleich. Yay, es regnet Glut. Und wir sind hier an der Mangando-Spitze. Und an der Mangando-Spitze ist bei entsprechendem Schwefelregen, vermutlich weil der Krater ausbricht, kommt es zu diesem Schwefelregen, haben wir diese riesige Rauchsäule hier. Und hier oben müssten wir theoretisch auch diesen Giganten stehen. Ja genau, der Level 81er hier. Aber noch eine Etage drüber taucht jetzt Vertis, die Götterdämmerung auf. Vor Tyrantrime. Gucken wir mal. Direkt mal hier alles losballern lasse. Oh yeah! Und sie ist vollständig immunisiert gegenüber Thermoschaden. Und das ist der Grund, weswegen ich den Layla nicht entsprechend umgerüstet habe, sondern mit ein bisschen Laserwaffe, einer Super-Laserwaffe. Das ist jetzt aber doof. Weil ich würde zu gerne draufballern, weil ich es wieder kann. Zum Glück habe ich gute Schätze gegen Elektro-Damage. So, hier rasieren wir nochmal ein bisschen an ihr rum. Und sie hat ordentlich viele Hitpoints. Auf jeden. Und wenn man sich nicht bewegen kann, kann man auch seinen zweiten Satelliten nicht abfeuern. Aber ich bin interessiert, wie sehr meine Leute doch tatsächlich hier durchhalten. Toll! Jetzt hat sie mich unterbrochen. Ich hasse es. Würdet ihr
Vielleicht noch irgendwann mal was rufen oder sowas, was ich beantworten kann. Das wäre super. Na also. Gut, was macht das nochmal? Elektroresistenz hoch, ja. Habe ich gefarmt? Für einen bestimmten Gegner. Ah ja, sie heilt sich auch, wie man sieht. Ein bisschen. Zwischendurch. Oh yeah. Die dicken Kanonenbrutzler. Von Wiesenhof. Dann wollen wir jetzt mal versuchen, den Sack zuzumachen da vorne. Hoffe ich zumindest. Hier, nimm das mal. Ja, und wir haben was von ihr kaputt gemacht. Das da macht viel Schaden, wenn man draufböllert. Oh yeah, meine Leute sind tot. Aber dafür ist jetzt der Boss auch tot. Sehr schön. Und wir hatten sogar noch einen Nebenjob dafür. Haha. Gut. Fehlen noch drei. Ultra zu... Ja, nett. Was haben wir denn hier? Das nehme ich einfach mal mit, weil ich es kann. Gut. Die anderen sind zum Glück nicht wetterabhängig. Aber, ja gut, und das Vieh ist eben in der Luft. Man kann über Umwege versuchen, sie langsam auf den Boden zu locken, damit man auch im Fußbodenmodus gegen sie kämpfen kann. Aber das werde ich jetzt mal nicht machen. ja. Okay. Da wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit haben, würde ich vielleicht sogar noch den vorvorletzten Tyrannen probieren. Bis gleich. Okay, wir sind jetzt hier südöstlich auf einem hochgelegenen Plateau der Felsenfeste. Da unten ist die Felsenfeste, hier oben sind wir. Und wir haben es jetzt hier mit dem ersten der Big Three zu tun. Während die Nalumrot, die rote Zibbe, noch nicht direkt etwas mit dem, noch nicht der eigentliche Gegner ist, müssen wir sie bekämpfen, damit wir diesen Gegner holen. Also von daher, gucken wir mal. Vor Tyrant Tribe! Ah, verdammt. Na also. Okay, dann wollen wir mal ein bisschen Damage verursachen. Und den Kampf mal so auf diese Art und Weise starten, damit wir einigermaßen gut da drauf sind und gut dabei sind. Okay, nochmal draufbollern. Zünden. Und da kommt er auch schon. Und gucken wir mal, ob wir in der Lage sind, Nardacion, den Giganten, tatsächlich zu schädigen, weil er ist wahnsinnig stark darin, auszuweichen, wie man sieht. Und gucken wir mal, ob wir damit was treffen. Ja, wir treffen was, sehr schön. Okay. Noch sind wir nicht geschlagen, auch wenn er sehr viele Treffer verursacht. Und guck mal, und jawohl, damit ist er tot, tot und tot. Krasses Teil. Ich guck mal, ob ich den vielleicht gleich mit meinem... Oh ja, das nehme ich mal mit, das nehme ich mal mit. Ich glaube, im Scale sieht man ein bisschen mehr von ihm, deswegen... Ups. Machen wir das mal. Vielleicht noch ganz kurz. Ihr habt ja gesehen, ich verfehle ihn sehr schlecht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Trefferchance unter anderem durch den, wie heißt es noch gleich... durch den Overdrive verbessert wird. Wodurch ich sie auf jeden Fall verbessere, ist die folgende Kombination. Ich habe hier Kampfaura. Das bedeutet, es erhöht sich der Nahkampfangriff und die Nahkampftreffsicherheit um 30% bei aktiver Aura. Und meine Aura ist halt die Angriffshaltung. Und dadurch habe ich dann zumindest nochmal 30% mehr Trefferwahrscheinlichkeiten. So, nochmal zurück zum Skell hier. Und dann werden wir den Gegner uns noch mal etwas näher angucken, weil ich finde, das Gegnermodell ist ein sehr, 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 sehr cooles. Mal gespannt, ob ich den Gegner überhaupt treffen kann. Mit meinen Skills hier. Aber die haben in der Regel doch deutlich bessere Trefferchancen. So, wir warten jetzt noch drauf, dass, ja, da kommt. Nach das hier. What the fuck? Okay, das ist jetzt unglückliche Schadensspitzen. Guck mal. Ah, wundervoll. Wir leben noch. Zumindest teilweise. Hoi, Witzka macht der Damage. Aber ich finde ein sehr cooles Gegnermodell. Okay, wir haben ein bisschen was von ihm auseinandergenommen. Königin Layla lebt auch noch.
Oh, jetzt gucken wir mal, ob wir noch in der Lage sind, noch zu überleben. Blitz. Scheiße, mein Elektro... Nein! Verdammt! Wollte gerade noch meinen Elektroresistenzdüngs zünden. Ja, kämpft gegen die anderen. Bis ich wieder fertig bin. So, Kanonenangriff! Oh, oh. Okay, guck mal, ob wir... Yeah. Ja, probier das doch nur. Ups. Zero Zero hat verfehlt. Scheiße. Oh, mal gucken. Ghost Walker. Super Ghost Factory, meine ich. Gut. Mach mal das nochmal. Dann kann ich hier voll machen. Das ist jetzt gerade ein bisschen knebelig. Ja, wir treffen was. Ja, wir treffen ihn. Huiuiui. Okay, zweimal geschafft. In den Skells. Gegen die macht er ja wahnsinnig viel Schaden. Kann sein, dass er... Ich habe keine Ahnung, was für Schaden der macht. Elektro haben wir ja ein bisschen gesehen und ein bisschen... ja, vielleicht Gravitationsschaden. Ne, deswegen gehen auch die Skells dann schnell kaputt. So, das war er. So. Zwei Tyrannen haben wir noch vor uns und oh boy, oh boy, oh boy. Ich scheiße auf die B-Note, ich scheiße drauf, ob ich sie nur mit Skills oder nur ohne Skills schaffen könnte. Wir kehren jetzt ein in das, was euch schon relativ früh aufgefallen ist. Ich hoffe, es sind noch welche da, die sich daran erinnern. Und zwar dieses riesige, große Bällchen hier, was wir schon vom anderen Ende der Welt aus erkennen. Und was man nicht so gut erkennt, ist, dass es eine Öffnung hat. Und in dieser Öffnung befindet sich unser zweitliebster Tyrann. Ich habe meine Skills und auch meinen Charakter mit Ausrüstung vollgepumpt, die Gravitationsschaden überwinden, weil das, was da an der Decke hängt, ist nicht etwa Batman nach einer, nachdem er hier zu viel von diesem grünen Wasser getrunken hat, sondern es ist Pharsis, die Unendliche. Und ihr seht noch das Kleinvieh hier rumschwirren. Das sind Visigellas. Und wenn man diese Visigellas, Moment, ich werde das kurz demonstrieren, schnell kaputt schießen kann, ohne dass man den Gegner den großen spawnen lässt, dann kriegt man von denen hier auf sehr schneller Folge Waffen. Oh ja, Waffen. Hochstufigste Waffen. Wenn man nicht unbedingt ein Aether-Langschwert haben möchte, ist eigentlich die beste Stelle, um Waffen mit den richtigen Eigenschaften zu farmen. Na, aber was soll's? Wir sind jetzt nicht hier, um Waffen mit Eigenschaften zu farmen, sondern wir sind hier, um Pharsis, die Unendliche, zu töten. Vor Charentime! So, wenn ich es im Bodenmodus machen möchte, muss ich hier drüben hin. Ui! Wir haben sie ja schon ordentlich gepömpft. Alle zu mir! Da sind wir rausgekommen, sehr schön. Mal sehen, ob sie herkommt. Komm her. Komm her, Olle. Ja, ist okay. Immer noch alle zu mir. Kommst du mal? Möchte dich gerne auch erledigen. Alle zu mir, please. Na komm, machen wir das nochmal hier. So, komme ich jetzt im Nahkampf vielleicht ran? Nein, noch nicht ganz. Ah, jetzt könnte das der Fall sein. Oh, scheiße, ich bin noch gar nicht im Overdrive-Modus drin. Scheiße. Ja, vor Overdrive-Mode gedöns. Scheißdreck. So, Versuch Nummer 2. Wenn wir weniger Skills haben, könnte es vielleicht dazu führen, dass wir sie schneller zu uns kriegen. Na? Na? Nein! Meine Fresse. Riesengroß das Scheißvieh und wir kriegen es nicht. So, nochmal. Nächster. Ah doch, wir haben noch unsere Skills. Yay! Vor Charentime. Ja, komm, hier. Kann ich schaden, ein bisschen Damage zu machen. Ja, Fräulein. Gut. Gut, gut, gut. Ja, alle zu mir. Wo bin ich denn hier gerade? Genau hier wollen wir hin. Ja, solange wir ein bisschen was überleben, ist das gut. So, immer noch alle zu mir, please.
Dann ballern wir nochmal auf ihr Gesichtchen. Fark! Wollte doch schon auf dem Boden. Steh auf! Steh auf! Können die mal aufstehen, damit ich... Okay. Nein, ich darf nicht. Jetzt warte ich noch den nächsten Angriff ab. Okay. Oh Gott, ich bin so gut wie tot. Uiuiui. Gut. Oder besser gesagt, schlecht? Fragezeichen. Okay, gucken wir mal. Ein paar Treffer. Gut. Gucken wir mal, ob wir sie jetzt ein bisschen umbringen können. Oh ja, da ist Damage. Hui, Ghostwalker, rechtzeitig. Und komm, Todesblütentanz. Mach sie fertig. Jawohl, im zweiten Versuch habe ich sie geklatscht. Yes. Ui, ui, ui. Heilige Scheiße. Von ihr kann man auch Augmentierungen kriegen, womit man zusätzlich Gravitationsschaden reflektieren kann. Aber das ist mir gerade scheißegal. Weil sie ist der Gegner, weswegen man Gravitationsschaden reflektieren soll. Ich meine, ich habe jetzt natürlich mit Todesblütentanz yada hier die einfache Variante gewählt, aber es ist mir so egal. So, aber was mir nicht egal ist, wir haben noch Telestia vor uns und da sehen wir uns dann gleich wieder.